Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Mass Effect Legendary Edition. Im letzten Part haben wir jemanden bei seinem kleinen Trinkerproblem geholfen und hier so eine Geiselnahme beendet. Zum Glück relativ verlustfrei. Ein paar Verluste gab es dann doch, das will ich nicht verschweigen, aber wir waren schon ganz gut dabei. Jetzt schauen wir uns eben noch auf dem Schiff um, ob ich hier noch was entdecke von Interesse. Und dann moven wir wieder zurück zur Normandy. Hier scheint wirklich nichts mehr zu sein. Dann können wir zurück zur Normandy gehen. Geht das mit Shortcut? Nein. Journal? Nein. Da müssen wir manuell gehen. Aber das soll auch nicht das Problem sein. Dem, dem. Dem, 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 dem. Luftschleuse zurück zur Normandy. Ja. Auf geht's. Das war doch relativ erfolgreich. Ich war zwar ein bisschen zu blöd, um alles zu dechiffrieren, aber gut. Was haben wir noch? Begeben Sie sich in das Yangtze-System des Voyager-Clusters und untersuchen Sie die Cerberus-Aktivitäten auf Bintu. Okay. Wir könnten uns auch von alt nach neu abarbeiten. Das ist, glaube ich, schlauer. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Seltsame Übertragung, da machen wir mal weiter. Kommune finden. Begeben Sie sich in das Centuri-System des Hawkins-Ether-Cluster und untersuchen Sie die seltsame biotische Kommune. Okay, Hawkins-Ether-Cluster und dann Centuri-System. Neuer Nachrichteneingang, stelle durch. Ja. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben. Immer gerne. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. Fünfte Flotte Ende. Man tut, was man kann. Und schon habe ich wieder vergessen, in welches System wir müssen. Hawken irgendwas, glaube ich. Scheiße. Hatten wir das hier alles untersucht? Da ist nichts mehr. Ich gucke nur kurz, ob hier noch was... Wenn wir eh schon da sind, ne? Nur einmal schauen, dass wir nicht irgendwas übersehen. Okay, proteanische Datendisk gefunden. Nice Sache. Okay, Hades, Gemini. Der Voyager-Cluster, das konnte ich mir merken. Und dann, glaube ich, Yangtze, ne? Ah, werden wir gleich merken, ob es passt oder nicht, ne? Ab geht's! Okay. Bintu. Da. Passt. Bintu besitzt eine Atmosphäre aus Kohlendioxid, in der es einen ständigen toxischen Chlordunst sowie Schwefel... Ach, scheiße. Dioxidwolken gibt, aus denen sich regelmäßig heftige Schauer sauren Regens auf die Oberfläche ergießen. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Schwefel mit Vorkommen an Calcium. Na dann mal los. Klingt doch richtig einladend, oder nicht? Da kann ich den nächsten Urlaub drauf verbringen. Okay. Jetzt nehmen wir mit. Tja, ich würde sagen, wir nehmen mal mit Ashley und Tali. Einfach mal machen. Squad annehmen. Ja. Oh, wir fahren mal wieder mit dem Auto rum. Was ist das nicht herrlich, hä? Zack. Oh, es ist sogar ein bisschen Vegetation am Start, trotz sauren Regens. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Erkundungsmedaille. Okay, was haben wir denn hier? Da ist eine Anomalie, da ist eine Forschungseinrichtung. Jede Menge Forschungseinrichtungen. Dann würde ich sagen, wir fahren erstmal... Oh, fahren wir erstmal zu der da, komm. Vorne gibt es noch was zu looten. Looten wir das auch noch, wenn wir es gerade schon sehen? Loot tut gut, ihr wisst das ja. So, es ist wieder Musik auf dem Planeten. Wow. War es nicht mal so, dass hier gar keine Musik mehr lief? Da hatte ich mich doch mal drüber beschwert, oder nicht? Ups. Ich möchte bitte aussteigen. F. Nee. Warum mit F kommen wir zurück zur Normandy? Wie kann ich denn aussteigen? Warte. Bin ich doof? Ich bin verwirrt.
Steuerung. Wo sehe ich die Knöpfe? Tastenzuordnung, da. Aktionen. Allgemein. Kampf. Fahrzeuge. Zielen. Reparieren. Fahrzeug verlassen. Ach, Q. Da siehst du, ganz klar. Q für Quit. Oh, wo man nach Mineralien suchen. Und rein da. Direkt reingeorgelt den Apparat. Sehr schön. Gut. Man merkt, ich habe wieder ein bisschen Pause dazwischen gehabt, ne? Wenn die Steuerung schon nicht mehr so präsent ist, ne, dann weißt du. Ah, keine Sorge, Leute, wir haben das am Start. Alles wird gut. So, da vorne gibt es irgendwie Feinde, sehe ich da so. Wir nähern uns vorsichtig mit gebührendem, respektvollem Abstand. Oh oh. Was ist hier so dicke Dinger? Bums. Sichern den Punkt. Jo. Gebäude betreten. Ah, nice. Na dann. Ab geht's. Jo, was haben wir denn hier? Hallo? Jemand zu Hause? Sieht verdächtig leer aus. Na gut. Scheiße, Bruder. Moin. Diagnosestation öffnen. Oh, toll. So, Moment, dann nehmen wir mal schön den hier. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Dam. Ist noch jemand am Start hier? Da. Nicht treffen lassen. Unter den Creeper-Leichen gab es keine Spur von Kahoku. Er muss sich in einem der anderen Labore in diesem Bereich befinden. Okay. So, was ist denn hier genau am Start, Kein Alter? Kontakt, Commander. Ja, jetzt nicht mehr. Wir haben ja auch gerade aufgeräumt. So, einfache Dechiffrierung. Auf geht's. Es geht wieder los. Bio-Verstärker und einen schweren Kroganer-Rüstung. Nice. Das was für den guten Rex. Da freut er sich, ne? So, wir dechiffrieren wieder manuell. Boings. Leichtquania und ein Universalwerkzeug. Alles immer mitnehmen. Solange wir noch Platz im Inventar haben, orgel ich das erstmal alles rein. Wir kümmern uns dann drum, wenn das Spiel offenbar das erste Mal... Offenbar hat Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, Commander. Ja, wir schauen uns um, keine Sorge. Cerberus. Oh, scheiße. Zack. Okay. Alter, wie viel kommt denn hier noch? Leute, richtig übel. Alles nehmen. Ein Technik-Kit, auch da nehmen wir alles mit. Okay. Damit sind wir wohl erstmal mit der ersten Basis durch. Und machen uns drauf zur zweiten. Base für Base wird erkundet. Cerberus. Und sie ist wieder hart am Hecheln. Verstehe ich. Back in the Marco. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal noch hier. Was ist denn das? Ach komm, gehen wir zur Anomalie. Ist doch bestimmt wieder so ein fetter Wurm. Komm, ihr wisst es, ich weiß es. Wir beide, wir alle gemeinsam wissen, dass es sich um den dicken Wurm handelt. Es ist wieder Zeit für einen fetten Wurm. Da vorne ist noch ein bisschen Geröll. Vorsichtig. Vorsichtig. Was ist denn?
da. Verstanden. Jetzt kommt. Verstanden. Uran vorkommen. Suchen wir mal noch Mineral. Zack. Das hätten wir auch am Start. Jetzt müssen wir da nur noch eben ein bisschen hoch. Dann finden wir da schöne Anomalie. Einfach mal hoch. Und ein bisschen Gas geben, genau. Ja. Ich und der Marco, das läuft schon, oder? Was würdet ihr sagen? Ja, man muss hier nur wieder mal so ein paar Tricks machen, ne? Eieieiei. Ist das die Anomalie? Ist eine fette Pyramide, Alter. Was ist denn das für ein Apparat? Okay, es ist halt einfach eine dicke Pyramide. Artefakte bergen. Okay. Leute, ihr sollt nicht per Hand gegen die Leute da kämpfen. Wir kümmern uns da schön mit dem Auto drum. Ist doch viel einfacher. Zack und zerballert. Schon ist es wieder sicher. So, auf in die nächste Base. Gleicher Innenarchitekt. Ja, nehmen wir alles mit. Sehe erneut Feinde. Vereinzelte Feinde. Ah, es werden mehr. Ah, guck mal, die scheinen hier all die Leute und all die Viecher zu. Okay. Zu erforschen. Oh, vorsichtig. So. Oh, scheiße, mir noch reingefallen. So, warte mal. Nicht verfügbar. Hier. Cerberus Commandor hier voll am Start, Alter. Der ist platt. Forschungsteamleiter. So, komm, hier waren noch mehr am Start. Da, hinter uns, vorsichtig, ihr vergiftet. Ist das soweit? So, Leute, hier mal bitte ein bisschen was benutzen hier, Leute. Ihr müsst mal ein bisschen eure Skills mal abstütteln. Oh! Ich wollte jetzt auch mal den hier bitte. Hinüber und. Hier sind angeblich noch irgendwo welche. Ich sehe aber niemanden mehr. Ah, da. Hättest du wohl gern, wa? Und da ist noch jemand. So, Sie haben die Bedrohung in dieser Einrichtung ausgeschaltet. Untersuchen Sie jetzt eines der anderen nahegelegenen Labore. Welche Cerberus-Schrecken wir wohl in der nächsten Basis finden? Das wird sich zeigen. Ach, ist immer das Gleiche mit ihr, ne? Erste Hilfestation. Nüt. So, sieht aber alles soweit ganz gut aus. Hier gibt es nicht so viel zu looten. In der anderen war halt storymäßig nichts los, dafür gab es viel Loot. Ne? Hier scheint es wenig Loot zu geben, dafür ist hier storymäßig was los gewesen. Ne? Na gut, dann verlassen wir den Ort und machen uns auf zur nächsten und letzten Station. Gucken wir mal, was für Schrecken dort auf uns lauern. Und wieder hart am Hecheln, wer kennt's nicht. So.
Okay, jetzt haben wir hier einmal noch die Trümmer. Die würde ich gerne natürlich noch mitnehmen. Zumindest versuchen. Ihr wisst es ja, meistens bin ich ein bisschen zu doof. Oh. Ich habe meine Mitfahrer da, die kotzen sich doch auch einfach im Strahl ein ab, oder? Wenn die mit mir mitfahren. Oh Gott, wie fährt denn der Junge? Alter, mega die Vollkatastrophe. So, hier eben entspannt den Hügel rauf. Und mal ein bisschen boosten, genau. Ui. Alles gar kein Problem. Oh oh. So, was erwartet uns denn da vorne gleich? Huhu! Da ist es auch schon. Ein abgestürzter Satellit oder sowas mal wieder. Sonde. Entschuldigung. Eine abgestürzte Sonde. Ah, wir sind mal wieder zu blöd. Wer hätte es gedacht? Na gut. Dann haben wir jetzt noch diese Forschungseinrichtung als letzte. Auf geht's. Ich kann sie schon sehen. Sie ist ganz nah. Ah, fast gekippt das Ding, aber alles gut. Alles im Griff. Ey, wo schießt ihr denn hin? Einfach mal so ins Blinde. Einfach ins Blaue, ne? Oh, da ist irgendwie so einer. Da gibt es so ein Apparat gesehen. Einfach direkt draufhalten. Zack. Und dann geht es schon. Ne? Das ist das Einfachste. Straight drauf zufahren. Dass die Angst bekommen. Ja? So. Nächste Runde. Erneut der gleiche Innenarchitekt. War ja auch so ein Kritikpunkt an Mass Effect. Ah, sieht alles gleich aus. Alle Häuser, alle Basen sehen alle gleich aus. Da muss man überlegen. Ja, sicherlich. Wir sind da irgendwo im Nichts, ne? Da wird es wahrscheinlich so ein Modulsystem geben, was sich halt etabliert hat. Und natürlich sieht das alles gleich aus, ne? Okay. Oh nee, kleine Nervteile da. Nehme ich den mal. Wieso kann ich Waffen nicht wechseln? Wollen wir die Shotgun mal nehmen? Komm, lass mal die Shotgun mal nehmen. Schalten Sie sie aus! Warten Sie, ich wechsle auf Sniper. Oh oh. Jetzt bin ich bereit. Zack! Zack! Ja, Sniper schockt halt einfach. Ich hasse das ja an sich sonst. Sniper ist ja so gar nicht meine Welt, aber ist halt mega effektiv, ne? Zack, wieder einer weg. Zack! Das sind wir Kahoku schuldig. Alle Ziele neutralisiert. So, da ist er. Rear Admiral Kahoku. Sie tasten nach dem Puls, finden aber keinen. Admiral Kahoku ist tot. Trotz der wilden Bestien, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzungen auf. Die Nadeleinstiche auf seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Es ist Admiral Kahoku. Cerberus muss ihn aufgespürt haben. Ja, sie haben ihn gefunden. Das war der Dude von der Citadel, wisst ihr noch? Scheiße. Der meinte, kack, ich muss abhauen, die suchen mich. Tja, sie haben ihn doch gefunden. Ja, Hahn, du musst diesen emotionalen Moment natürlich jetzt zerstören. Ist klar, ne? Ja, ist gut, Junge, ist gut. Meine Lieben,
Ihr hört den Hahn krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle mal wieder einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entspannte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.